einmal im Rampenlicht stehen. Von diesem Wunsch speisen sich die ganzen Castingshows, mit denen Deutschland überflutet wird. Und um Rampenlicht geht es auch bei einem Projekt im Dürener Nordviertel für Mädchen zwischen 8 und 12. Aber anders als bei vielen Castingshows geht es hier nicht ums Abätzen über die, die auftreten, sondern es geht gerade ums Gegenteil, ums Mutmachen. Der Dürener Norden gilt als sozialer Brennpunkt und das Multikulti ist als Jugendtreff mittendrin. Und Silke Mohnfeld ist mitten im Multikulti. Country-Sängerin, Gesangslehrerin und jetzt mit einer Herkula-Aufgabe betraut. Sie soll die Mädchen binnen 4 Stunden zum Singen und auf die Bühne bringen. Die Mädels, die jetzt hier angekommen sind, die gehören schon dazu und sagten aber, oh wei, da ist ja eine Kamera und jetzt mache ich nicht mehr mit. Da müssen wir gleich erstmal das Eis brechen ein bisschen. Diesen Songtext sollten die Mädchen schon mal zu Hause üben. Hast du den Text gelernt? Ja. Wird das klappen? Was meinst du? Heute soll es Spaß, 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 Spaß. Es soll Spaß machen. Auf keinen Fall irgendwie die Arbeit aussehen. Habt ihr Spaß? Okay. So überzeugt scheinen die Mädchen von der Aktion noch nicht zu sein. Achtung, Willi, go. Jetzt geht's los hier. Aber mit dem Start der Musik sind die Kinder plötzlich voll bei der Sache. Auch wenn noch nicht jeder den richtigen Ton trifft, manche, so wie die jüngste, die 8-jährige Lea, haben den Song schon voll drauf. Ich habe halt einen Song gesucht, den die Kids auch alle kennen. Wenigstens habe ich meine Freunde, auch wenn es mir gerade schlecht geht. Und ich habe gedacht, dass das für die Mädels bestimmt ganz super passt. Habe mit der Gabi, mit der Sozialarbeiterin hier gesprochen und habe aber vorher mal gefragt, was sind das so für Kids und meinst, sie können damit was anfangen? Das halt, ne, wenn man Frust hat zu Hause, das sind ja so Situationen, die alle kennen. Ne? Der Bruder nervt, die Schwester zickt rum. Stimmt das denn bei euch oder nicht? Bei mir bist du. Bei mir ist alles gut. Weil ich habe 2 Brüder und die streiten sich. Ich habe einen Bruder, der nervt mich. 4 Stunden haben die Mädchen geprobt. Ob das reicht für den Auftritt beim Benefizkonzert? So, hier ist der Backstage-Bereich. Eine Woche später. Alle sind nervös. Noch 90 Minuten bis zum Auftritt. Jetzt bloß nicht schlapp machen. Bewegen, ganz genau. Bewegen und laut singen. Laut singen, genau. Doch. Ach, das wette ich aber. Du hast doch auch einen Bruder, ne? Und wenn du den anschreist, dann wette ich, hast du eine ganz laute Stimme, oder? Oder sagst du dann, hey, Papa, geh nicht in mein Zimmer, wenn ich nicht da bin. Das mache ich nicht. Nee, ne? Sagst du, hey, geh doch immer in mein Zimmer, wenn ich nicht da bin. Richtig? Ja, ich weiß. Also, und genau so. Mia, wie geht's dir denn jetzt vor deinem Auftritt? Gut. Richtig gut. Mhm. Ich bin schon seit heute Morgen aufgeregt, hab meinen Text geübt für Solo. Da sind ja fast über 100 Leute. Das ist aufregend, ne? Und ich hab Lampenfieber. Ja, was ist denn Lampenfieber? Da hat man Angst, wenn jemand dann zuhört. Nebenan, unter den Zuschauern auch Leas Oma. Lea hat Lampenfieber. Und Sie? Ein bisschen. Ja. Aber erst ist das Duo Poppy viel dran. Das sind Silke Mohnfeld und ihr Mann Alex. Die Europameister der Country-Sänger, Eisbrecher beim Benefizkonzert mit viel Gesang und Tanz. Und gleich wird's ernst. Ich möchte, dass ihr jetzt gleich auf die Bühne geht und denen mal zeigt, wo der Hase langläuft da draußen. Hier für euch die Multikulti-Mädchengruppe mit Dafür sind Freunde da. Hey! Ja.
Hat doch richtig gut geklappt und das ist er, der Kick. Das Gefühl, im Rampenlicht zu stehen. Und dieser Erfolg macht stark.